Wie wär's denn mit jetzt gleich, nein? Mir sicher gehen, dass hier nichts mehr ist. Weil wenn ich irgendwas in dem Heim übersehe, wäre es ärgerlich. Weil ich nicht mehr zurückkommen würde. Oh, ja. In einem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen, ist nichts für die Avariel. So, das heißt, wir können den normalen Weg nehmen. Was liegt hier? Ach, nur ein Schwert. Okay. Ja, denn wer weiß, wann Bodys nächster Angriff kommt, wenn einer kommen sollte. Ihr müsst euch... Hier waren wir auch überall fertig. Jo, das heißt, wir gehen zum Ausgang. Keine große Herausforderung. Fragt nun gut. Die Konzentration der Macht darf wiederhergestellt werden und die Hand des Abbaus öffnet die Passage. Der Weg ist frei. Eine Stufe für Eri. Tagebucheintrag. Wie es aussieht, habe ich die Hand des Schöpfers und den Kristall gesammelt. Alles, was für die Tür benötigt wird. Der Weg ist offen. Hoffentlich für meine Flucht. Doch irgendwie bezweifle ich, dass es so einfach werden wird. Mhm. Eri kriegt eine Stufe. Als Kleriker, was ganz okay ist. Stufenaufstieg. Eine zusätzliche Waffenfertigkeit ist okay. Zauber 1, 2, 3 und 6 ist okay und ein Trefferpunkt. Way. Kampfstil mit Waffe und Schild kriegt sie. Ganz einfach. Kriegt Kreerika-Zauber. Stufe 6. Heilung wäre nicht schlecht eigentlich. Falscher Sonnenaufgang. Ne, nehmen wir mal den Blitzschlag. Hier kann sie eine mittelschwere Wunden heilen haben. Hier kann sie eine leichte Wunden heilen haben. Und hier... Nochmal Gift verlangsamen. So. Schwierigkeitsgrad einstellen. Quick Save. Dass alles konform ist. Was möchtet ihr? Und wir können ihr hoch. Müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Sieht jedenfalls aus, als ob es hochgehen würde, wenn da das Treppensymbol ist. Nicht hoch, runter. Mhm. Erzählt mir mehr davon. Wir sind jetzt im nächsten freundlichen Abschnitt. Ich hoffe. Ich war schon erledigt. Ich war keine große Herausforderung. Auf geht's. Geht klar. Bei dem Gang kriege ich gewisse Gefühle. Ja. Nun gut. Oh. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Wenn ihr es wollt. Für die Gefallenen! Ja, durch meine Frontlinie kommt ihr nicht durch. Ist was los? Okay, okay. Incurtus. Ich liebe den Geruch von Dattelpalmen am Morgen. Ich war.
Kalt. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Okay, wer wurde jetzt schon wieder? Ach so, Tanisa. Ich bin bereit. Erwischt! So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Wenn es das ist, was ihr wollt. Ha, ha, ha. In jeder dieser Kammern ist was Böses. Das sieht man nämlich an den Köpfen. Das sieht aus wie Yuan-T, das wie Troll, das wie unsere freundlichen Erdkolosse und das könnten Orks oder sowas in der Richtung sein. Okay, ist aber alles verschlossen. Zeit auch kein Problem. Ja, da müssen wir was in den Vertiefungen platzieren. Und das müssen wir dann wohl aus der anderen Richtung holen. Ich warte. Hier scheint es ja ein ziemlich verwinkeltes Kammersystem zu geben. Fragt nur. Ja, ihr könnt euch auf mich verlassen. Das hoffe ich doch, Imulen. Wir haben dich immerhin hier rausgeholt. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Das hier sieht wie eine Scheintür aus. Ist auch eine. Ihr könntet das Rad, das wie ein Hufeisen geformt ist, drehen. Selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Das hier sieht nur nach einer Fake-Tür aus. Die Tür hier sieht echt aus. Die ist auch echt, natürlich. Okay, also hier lang? Oh, hi. Oh, fein. Schneller als Chick-Ticker Schnellkratze. Schön da bleiben. Lass sie zu uns kommen. Das macht Spaß. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. So, ein Level-Up für Minsk. Das ist immer interessant. Ja, Level 13 für Minsk. Das heißt, Kaedon zieht bald nach. So, Minsk. Stufenaufstieg. ETW ist gut. Pisterzauber Stufe 3 und 3 Trefferpunkte. Oh, bin ich mit einverstanden. So, Schwierigkeitsgrad. Oh, ich muss dran denken. Minz hat Magie bannen. Krankheit heilen. Tiere festhalten. Starres Denken. Nimm einfach mal das mit rein, Minsk. Ja. Können wir es mal ausprobieren bei Gelegenheit. Erzählt mir mehr davon. Mithril-Scheiben. Oh, da war was mit den Mithril-Scheiben. Dies ist eine kleine Mithril-Scheibe mit schartigen Kanten. Es befindet sich kein Hinweis auf der Scheibe, wofür sie benutzt. Die zu benutzen ist.
Eine riesige Kugel aus tosenden Flammen explodiert am Brünnfuß hat 1-6 Schadenspunkte je Stufe mit dem Maximalschaden von 15-6. Da befinden sie sich da magisch genau im Zentrum des Feuerballs. Alle Wesen im Wirkungsbereich, außer dem Zauberten selbst, erleiden Schaden. Jedes Wesen, dem ein Rettungswurf gelungen ist, erleidet nur den halben Schaden. In diesem Fall ist es dem betroffenen Wesen gelungen, sich in Deckung oder zur Seite zu werfen. Ah, klingt immer nett. Ja. Fragt keine große Herausforderung. Nun gut. Was hat es nochmal mit dem Raum auf sich? Ah, Gedankenschinder-Gemälde und. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Die Statue hält in einer Hand ein Ölgemälde. So großartige Taten vollbringen würden. Ja, Airy. Minotaurushorn. Ich habe immer noch die beiden Sachen, fällt mir gerade so auf. Ja. Gedankenschinder-Gemälde. Dies ist das Steinhorn einer Minotaurenstatue. Das sind die Münzen, das ist Bolzen plus 1. Okay. Ja. Ich warte. Ja, die andere Hand ist Wand erhoben. Ihr könnt das Gemälde nehmen, wenn ihr es wünscht. Was immer ihr wünscht. Ja, das sind drei Statuen mit Warnungen. Ja, ihr nehmt das Gemälde, die Statue beginnt sich zu bewegen. Das ist das Trollgemälde. Also was ja hier ran, nimm du mal die Sachen, die wir eh eigentlich so behalten sollten und pack sie mal da rein. So. Dann können wir, haben wir nämlich hier jetzt Questgegenstände, mehr Platz. Und hier sind halt alle Sachen drin, die wir halt brauchen für Gegenstände. Zum Beispiel die zwei Sachen. Der Griff des Ausgleichers. Der gute Bogen. All das. Ja, wenn ihr es wollt. Das sind Gewitterbolzen, die kann er identifizieren. Ja, und bei den Dingern muss ich aufpassen, wenn ich gierig nehme. Habe ich jetzt das Erdkoloss-Gemälde. Da würde es theoretisch weitergehen. Will mich aber auf jeden Fall da oben umsehen. Also die mit den Gemälden die Türen öffnen. Das hier ist einfach bloß überlebt die Fallen und hol dir die Gemälde, damit ich die einzelnen Türen öffnen kann. Ja, komm, verzieh dich. Na ja, gut, in der Zwischenzeit können wir ja mal gucken, was passiert, wenn wir das Hufeisen drehen. Ihr dreht das Rad mit eurer Kraft. Vom Westen her dreht ein lautes Knirschen in eure Ohren. Das Ganze so klingt, als hätte sich gerade eine Tür geöffnet. Ja. Halleluja. Ja, aber gerne. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Fragt nur. Was für eine Metzelei! Schön! Keine große Herausforderung. Jo. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Eure Stunde wird noch kommen. Stirb, Kreatur. Verstanden. So.
Der Troll ist mal wieder hartnäckig. Ein Geistertroll ist hier. Da ist er. Hi. Ja, was möchtet ihr? Die Rache ist mein. Auf geht's. So, da hat Kato sein Level up. Wir haben hier auf jeden Fall noch mehr von den Mithril-Münzen.